Willkommen zu Probably Nothing, den IOTA und Shimmer-News der letzten Tage. Ich bin Alexander, los geht's. Centrix Lab twittert, dass in Kemi, Finnland, für das Digit-Projekt der nächste Schritt sei, IOTA zu integrieren, um das Projekt manipulationssicher zu machen. Details über das Projekt sind jedoch nicht bekannt. Es ist bekannt, dass die IOTA Foundation sich auch politisch einsetzt. Deshalb veröffentlicht sie am 6.6. ein Papier mit dem Namen Bridging the Gap Between Technology and Regulation with Dialogue. Brückenschlagen zwischen Technologien und Regulierung durch Dialog. Dabei werden 4 Punkte näher besprochen. Identitätsmanagement, Registrierung von Assets, Smart Contracts und Rechtssicherheit sowie Interoperabilität und Standards. Dell twittert einen Ausschnitt aus einem Podcast, in dem Matt Jager erklärt, wie wir das Klima retten können. Erneuerbare Energien und Daten spielen dabei eine große Rolle, ebenso wie IOTA und das Projekt Alvarium. Ein kleiner Artikel im Programming Insider über IOTA und das Potenzial von D-Apps wurden veröffentlicht. Das Magazin sagt, in der Welt der dezentralen Anwendungen, D-Apps, hat IOTA das Potenzial, das Spielfeld komplett zu verändern. Hier sind die neuesten Assembly-Zahlen. Bisher wurden 233 Millionen Assembly-Token ausgeschüttet, 45% des gesamten IOTA-Angebots sind derzeit gestaked und es verbleiben noch 64 Tage in der sechsten Runde von insgesamt 8. Wir begrüßen Teleconsys in Touchpoint-Programm. Die Zusammenarbeit wird es Teleconsys ermöglichen, verbesserte Lösungen und Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation und Systemintegration anzubieten. Diese Entwicklung unterstreicht das wachsende Interesse und die Anerkennung der Technologie von Shimmer Network. Dabei geht es um Cyronclad, das gerade getestet wird. Kowai twittert, dass er während seines Besuchs bei ABCDE Capital mit vielen Leuten über IOTA und Shimmer gesprochen hat. Die Stimmung in Singapur war sehr positiv. Sogar alte Hunde von Huawei und Binance waren überrascht, dass IOTA noch lebt. Das zeigt, dass viele IOTA bereits abgeschrieben haben, aber totgeglaubte leben länger und werden am Ende meist sogar erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch an das Bifrost Wallet, das den 53. Platz bei der Big Challenges belegt hat, unter 90.000 Teilnehmern. Die Web3 in Berlin ist vorbei und hier sind ein paar Fotos von der Veranstaltung. Der Discord-Server von Lendex wurde gehackt und dort wurde ein Airdrop als Logversuch angepriesen. Es wird empfohlen, eine neue MetaMask-Wallet zu erstellen. Der kommentierte Account wurde gefunden, wurde jedoch ein paar Tage später erneut gehackt. Das SkiUniverse-Saga hat ein neues Video auf YouTube veröffentlicht, in dem die 3 Rollen aus ihrem Spiel vorgestellt werden. Build 5 habe ich bereits in der letzten Folge vorgestellt und nun gibt es einen Artikel, der die Plattform genauer vorstellt. Build 5 ist eine Plattform für dezentrale Anwendungen, D-Apps, die auf die Ethereum-Blockchain basiert. Die Hauptzielgruppe von Build 5 sind Entwickler, die ihre eigenen D-Apps erstellen und bereitstellen möchten. Die Merkmale und Vorteile von Build 5 umfassen die Unterstützung von Smart Contracts, die Möglichkeit, die Apps auf der Plattform zu veröffentlichen und den Zugang zu einer wachsenden Community von Entwicklern und Benutzern. Es wird auch darauf hingewiesen, dass Build 5 Open Source und Entwicklern die Freiheit gibt, ihre eigenen Anwendungen zu erstellen und anzupassen. Ein wichtiger Aspekt der Roadmap ist die Einführung des Build Tokens. Der Build-Token ist der native Token von Build 5 und spielt eine zentrale Rolle im Ökosystem der Plattform. Dieser Token wird benötigt, um die Plattformfunktion zu nutzen, Anreize für die Entwicklung zu schaffen und die Governance der Plattform zu unterstützen. Auch Soon Labs hat dazu einen Blogbeitrag veröffentlicht. Für Community-Mitglieder, die sich stärker engagieren möchten und dabei wie in einem Spiel Ränge aufsteigen und Preise gewinnen wollen, empfehle ich den Artikel von Shimmer, Become a Shimmer Community Champion. Gemäß einem Twitter-Post wird IOTA Heroes ein Update mit einem neuen Feature veröffentlichen, für das es auch eine neue Grafik als Vorgeschmack gibt. Wer gerne spielt, kann sich darauf freuen. Wer 2 Stunden Zeit hat, kann sich das aufgezeichnete Video der IOTA Foundation und der EU Blockchain ansehen. Hier werden die neuesten Entwicklungen und Chancen im DeFi-Bereich diskutiert. Wir alle warten gespannt auf das große Update mit dem großen Reset. Dave hat dazu auf Discord ein kleines Update geschrieben. In den letzten Wochen hat das Entwicklungsteam an den letzten Änderungen für eine neue Version gearbeitet, darunter die Implementierung von Pruning, die Behebung des EVM-Nonce-Problems und die Behebung anderer identifizierter Probleme.
Eine neue Funktion wurde in Wasp eingeführt, die es ermöglicht, dass Kettenmetadaten Teil des L1-Alias sind, wodurch die Benutzerfreundlichkeit und die Integrationsmöglichkeit verbessert werden. Sobald die letzte Änderung und internen Tests abgeschlossen sind, wird das Team die verbesserte Version ankündigen und das Testnetz zurücksetzen, um Überraschungen zu vermeiden. WaltID hat eine Präsentation für Banken und Finanzdienstleistungen vorgestellt. Dabei werden die innovativen Partner wie Sparkasse und IOTA erwähnt. Hier kann ich mir leider keinen Seitenhieb verkneifen. Sparkasse und innovativ? Die vollständige Präsentation findet ihr in den Quellen. Kai hat sein großes Projekt IOTA for Flutter vorab geschlossen. Zumindest den ersten Teil. Auf der Webseite könnt ihr Informationen, Tutorials und Beispiele finden, um schnell selbst loszulegen. Glückwunsch! Hans Moog ist zurück, back on track. Er hat nach langer Zeit wieder mit dem Twittern begonnen. Er schreibt, die letzten Monate waren aufgrund persönlicher Angelegenheiten, die meine volle Aufmerksamkeit erforderten, eine Herausforderung. Diese führten zu begrenzter Zeit für Arbeit und soziale Medien. Dennoch bleibe ich IOTA treu und glaube an die Überlegenheit unseres Protokolls. Nach anfänglicher Enttäuschung über die Aufgaben des MVP erkennen wir nun, dass es die richtige Entscheidung war. Die Portierungsbemühungen auf die neue Mainnet-Code-Basis machen gute Fortschritte und bald wird ein detailliertes Update verfügbar sein. Insgesamt freuen wir uns sehr, wieder dabei zu sein und mit der Community in Kontakt zu treten. Kowai hat einen Teilzeitvertrag bei der TEA, Tangle Ecosystem Association, unterschrieben. In seiner Rolle wird er die Förderung von IOTA in Asien vorantreiben und neue Partner und Projekte gewinnen. Ein großer Schritt, herzlichen Glückwunsch! Sein vollständiges Statement kann man bei dem Medium nachlesen. Die IOTA Foundation hat ein neues Paper veröffentlicht. Securing IOTA Blockchain Against Tangle Vulnerability by Using Large Deviation Theory. In dieser Arbeit wird ein Schema namens SecTangle vorgeschlagen, um die Verwundbarkeit des Tangles zu reduzieren und Double Spending Angriffe zu verhindern. Das System nutzt die Sicherheitsschwelle und verwendet einen Algorithmus zur Wiederherstellung von Transaktionen. Der vorgeschlagene Ansatz ist effizient, wie durch theoretische Analysen und Simulationen bestätigt wurde. IOTA wurde von Good Crypto zum Coin der Woche gekürt. Good Crypto ist eine Trading-App, mit der man sein Portfolio verwalten kann. Das klingt eher nach Werbung als nach einer Auszeichnung. TangleCon veröffentlicht alle Videos auf YouTube. Für alle, die nicht dabei sein konnten oder noch einmal nachschauen möchten, ist dies nun eine gute Gelegenheit. Die indonesische Regierung hat eine Liste mit allen Kryptowährungen veröffentlicht, die bedenkenlos gehandelt werden können. Die Liste umfasst 501 Währung. Punkt 5 wird sicherlich jedem gefallen. Es gibt auch eine neue Umfrage von der IOTA Foundation, bei der jeder seine Sichtweise und Meinungen äußern kann. Das lässt sicherlich einige nicht kalt. Den Link findet ihr in den Quellen. Vor 3 Tagen hatte Lendex eine positive Nachricht zu verkünden. Sie haben ihre Benutzeroberfläche verbessert und sie ist nun bereit für weitere Tests. Dazu gibt es einen Artikel auf Medium. Zum Abschluss noch eine Hammer-Nachricht. Kowai war bei der United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific zu Besuch. Dort fand eine nicht öffentliche Veranstaltung mit einem Regierungsbeamten und einem Berater der Zentralbank der Malediven statt. Die Anwesenden zeigten großes Interesse. Das ist wirklich eine der spannendsten Nachrichten seit langem. Mal sehen, welche Früchte daraus entstehen. Dom bringt mit seinem neuen Tweet Raum für Spekulation. Nur Dom selbst weiß, was in Bahrain passiert ist. Es gibt ein paar Impressionen von Digitalgipfel in Stuttgart. Benjamin Bönig von Farm United und Alfred haben 2 Fotos gepostet, auf denen auch Holger von Spice5 zu sehen ist. Blackpin ist ebenfalls anwesend und es scheint, dass auch eine Zusammenarbeit mit Spice5 besteht, da Holger dort ebenfalls zu sehen ist. NowNodes hostet verschiedene Nodes vieler Kryptowährungen, um Entwicklern zu helfen. Seit neuestem haben sie auch eine IOTA-Node. Zu guter Letzt die Updates von der Taskforce und von Ledger. Die Parameter-Taskforce hat die Ursache für den unerwarteten Durchsatz und die langen Bestätigungszeiten im System ermittelt. Es wurden neue experimentelle Ergebnisse für die Untersuchung der Annahmezeiten auf der Grundlage verschiedener Überlastungsgrade erzielt, die zeigen, dass hohe Überlastungsgrade zu längeren Annahmezeiten für Spammer führen. Die Parametertabelle wurde aktualisiert, die Metriken wurden wieder verfeinert und die Parameter wurden derzeit untersucht und fein abgestimmt. Es laufen fortlaufend Analysen und Experimente, darunter auch eine Untersuchung der Auswirkung der Puffergröße auf die Annahme und teilweise bestätigte Blöcke. Es wurde festgestellt, dass Blöcke, die von Nicht-Spammern ausgestellt wurden, ebenfalls längere Annahmezeiten haben.
Es wurden mehrere Aufgaben identifiziert, wie die Untersuchung von Zeitunterschieden und Auswirkungen von Low-Mana-Spammern. Vernetzungsbezogene Aufgaben umfassen die Überprüfung von Emitteneinlagen und die Aktualisierung der Dokumentation. Und die Dokumentation zur Staukontrolle wird derzeit überarbeitet. Und es wird an der Umsetzung und den Anreizen gearbeitet. In der Abschlussphase werden Diskussionen über Bescheinigung, ausstehende Objekte und Ausschussrotation geführt, sowie das Hauptbuch überarbeitet und Vorbereitung für wissenschaftliche Arbeiten getroffen. Und ein riesiges Update von WASP in der Version 0.7.0 Alpha 1. Es wurde viel Arbeit investiert. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gespannt, was noch alles kommt. Es sieht nicht so düster aus, also lasst euch nicht von den Schwarzsehen beeinflussen. Der Tag ist lang und sie haben nichts Besseres zu tun. Bleibt optimistisch. Die Folge war voller guter Nachrichten, aber wie immer könnte es auch probably nothing sein. Macht's gut.